Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Angezockt. Wir wollen jetzt Moving Out anzocken. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe auch einen DLC dazu. Irgendwas war halt im Store auch gratis. Ich kann mir aber keine Namen. Ich hab's mal jetzt durch PlayStation Plus gekriegt oder so. Ich habe keine Ahnung. Smooth moves. I can't believe it's not broken. Ah, hier zusätzliche Inhalte. Wir machen erstmal ein neues Spiel. Spiel beginnen. Gucken wir uns mal das Spiel an sich an. Ja. Obwohl, auch nicht schlecht. Oh yes. Promise to help each other, celebrate the joys of life, and to console each other.
mankind has been moving and lifting objects since the dawn of time. Welcome, new employees, to the Smooth Moves family. This is your first step to becoming a certified furniture, arrangement, and relocation technician. You're probably asking yourself, gee, I don't know anything about moving furniture. Well, you're in luck. This training module will provide all the necessary. Picking up objects is an essential moving technique. We've tried kicking them, but this way is much faster. Well done. Did you know jumping was invented by the... Moving solo? No problem. Lift heavy objects with your back. Nice work. You can also throw items, but don't worry, these boxes are trained for this. Nice. For faster moves, try throwing objects. The ground will catch it. Every mover's arch enemy, fragile objects. Don't drop these sensitive doodads. A ghost! Slap him out of the way if he gets too close. Take that, mailbox. Ship and handle this. Time to move on. Always focus on what needs to be moved next. You got this. You're almost there. I believe in you. You did it! You're much better than the Pomeranian we tried training last time. Wir müssen mal gucken, ob das auch Platin hat. 39 Trophäen, also das wird Platin haben, garantiert. Jupp, es hat Platin 27. Achso, hier habe ich ja auch nochmal Trophäen. Hier ist kein Platin bei der Erweiterung. Okay, da sind wir hin. Ach, hier kann ich. Ich muss mal sicherheitshalber ein bisschen mehr Licht an. Ja, Wohnzimmer ausräumen. Thank you.
Mal meine Brille dann doch mal aufsetzen.
Ja, nur Bronze. Dann zerbreche ich nicht die Vase. Naja, toll. Ich würde einmal gerne Gold kriegen. Wird doch nicht so schwer sein. Gegenstände 4 Minuten. Jetzt scheiß mal drauf auf die anderen Gegenstände, die vielleicht noch einen Bonus bringen könnten. Ich konzentriere mich jetzt nur auf diese 12 Gegenstände. Nummer 3.
So, aber ich habe Silber geschafft. Kein Gold, aber Silber. Nein, theoretisch. Ja. Aber immer noch kein Gold. Neue Charaktere finden und so. Da kommen wir nicht lang, vielleicht kommen wir da später lang. Wir versuchen das erste nochmal, weil das war ja eigentlich. Erste müsste eigentlich kinderleicht sein. Also da haben wir ja zu viel rausgeschleppt. 14 Sachen brauchen wir. Konzentrieren uns jetzt nur auf die Sachen, die hier wirklich rein müssen. Ich hätte unten lang gehen können, aber naja. Von 17, ja.
haben sie. Der Controller ist schon die Batterie schwamm. 8. Oh, nicht euer Ernst. Kurz vor Gold. Zerschlage die Fenster. Zerschlage kein Fenster. Und die Flamingos, okay. Also nochmal versuchen. Mal die großen schweren Sachen zuerst. Vielleicht bringt das ja mit dem Fenster, wenn wir das haben, irgendwie einen Bonus oder so. Thank you.
Scheiße! Eine Sache hat noch gefehlt. Guck mal, wie viel schneller ich jetzt geworden bin. Jetzt nervt mich, ich will es schaffen. Mach es nochmal. Wir müssen 2,25, also eine halbe Minute muss ich schneller werden. Meine Fresse. Oh fuck! Neu starten. Kostet hier wieder wertvolle Zeit, und ich mache Arbeit. Brauch den Platz für das Bett. Die kleine Räte, die kann ich alle durchs Fenster schmeißen. Das ist jetzt noch nicht das Ding. Aber hier Bett, Fernseher, Schrank. Tisch.
Die sind halt scheiße unhandlich. Und schwer. Jetzt haben wir noch den schweren Kühlschrank, den können wir hinten ranballern, das ist jetzt noch nicht das Ding. Mal gucken, dass er hier die... So. Oh Mann! Die Dinge sind mir unhandlich wie Sau. Yes! Ich habe Gold geschafft. Beim nächsten Mal können wir uns Zeit lassen und kein Fenster zerschlagen. Dann haben wir nämlich die Zusatzziele hoch abgearbeitet. Das ist schon mal gut zu wissen, damit die nicht verloren gehen. Ich denke mal, das reicht. Wir fahren mal hier. Aber wir haben ja noch DLC. Let's run through this quick refresher course on how to be an effective member of the Smooth Moves family. Not this again. Ah, carefully pack suitcases. Lift them, throw them, catch them, drop them. Go wild! You're on vacation! Nice work. Jumping! It's fun for everyone! Did somebody say water sports? Use our new raft technology and say goodbye to wet socks forever! Now get those boxes delivered! Nice. Are you allergic to pufferfish? If you love cranking summer tunes, then you'll love cranking these. They're cranks! Well done. Oh, the crabs think they're people. Hey, I built that! You can throw a beach party, but you can't throw everything. Instead, place this ladder to create a safe path across. Got this. You're almost there. Throw these beloved items into next Wednesday. Later, Gator. You're now a certified furniture arrangement and relocation technician. Again. Now let's enjoy our company vacation. I earned it. Gucken wir mal nach, Trophäen.
Yep, das sind die Trophäen vom DLC. Also kannst du von... Finde ich aber super gemacht, dass du vom Hauptspiel ins DLC fahren kannst. Cool umgesetzt. So wie bei Horizon, wo die Karte dann einfach nur erweitert. Teile, okay. Wie lange haben wir? 4 Minuten für Ananas. Unhandliche Kiste, ey. Mann.
Geht mir denn noch? Ist doch nicht. Kruzifix und Dummer, das kann doch nicht sein. Scheiß Möwe hat gefehlt oder was? Die wollt mir doch fahren. Wollt mir rollen oder was? Ne, dann machen wir mal Schluss für heute zum Hauptmenü. Zum Hauptmenü. Schon wieder eine Stunde geworden.
Also mit dem Hauptspiel finde ich ganz interessant. Ich weiß, für einige von euch wieder ist ein kleines Minispiel und hast nicht gesehen. Aber es hat Platin. Für Platinjäger ganz interessant vielleicht. Und so hat es auch Spaß gemacht. Und so wie es aussieht, kann man das auch mit mehreren... Boxes. We don't need no stinking boxes. Kann man es auch mit mehreren Leuten hier zusammen an einer Konsole spielen? Schade, nicht, dass es nicht online-fähig ist. Wenn es online-fähig wäre, das wäre vielleicht noch ein Stück cooler. Dann könnte man das schön im Community-Zockabend zum Beispiel spielen, wenn ihr das dann auch habt. Ich mit euch zusammen oder gegeneinander, ich weiß ja nicht, wie es da läuft, dann das wäre interessant. Das würde mir freuen. So, aber nichtsdestotrotz, ein schönes kleines Spiel. Wir haben es jetzt mal fast eine Stunde angezockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin. Hier Ende da.